Hey Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi. Und heute habe ich für euch die Panini Sticker. Und zwar von Deutschland, die besten aus Europa. Mit Deutschland, England, Spanien, Frankreich und Italien. Hier ist das Sticker-Album enthalten und 36 Sticker. Gekostet hat das hier 4,99 €. Ja, Rückseite sieht dann so aus. Und was wir für Sticker hier drin haben, sehen wir nach dem Intro. So, ich habe die hier im Geschäft gesehen, im Zeitschriftengeschäft und habe sie dann mal geholt. Ja, wir schauen jetzt einfach mal hier rein, mal gucken, ob ich so aufkriege oder ob ich irgendwas holen muss. Okay, das geht schwer auf. Aber wir packen das. Ich will aber nicht das Heft noch kaputt machen. Boah. Okay, ich muss doch irgendwas holen. So. Jawohl. Geht doch. Mit Gewalt geht alles. So. Kriege ich das hier raus? Nee. Boah. Hui. So, die Stickertütchen noch und Müll zur Seite. So, am besten schauen wir uns erstmal das Heft an. Wir haben hier Kylian Mbappé, Rüdiger, Gündogan. Komme ich jetzt nicht drauf. Und hier komme ich jetzt auch nicht drauf. Ist aber nicht schlimm. So, die hier werde ich nicht einkleben. Die bleiben hier vorne. So, wir haben hier... Ich hole euch mal hier so hin. Erste Kategorie ist hier Deutschland Legenden. Deutschland, Deutschlands Spieler. Deutschlands Zukunft. Dann kommt Frankreich, England, Italien und Spanien. Ja, dann gehen wir mal schnell durch hier. Deutschlands Legenden hier. Dann Deutschland. Dann haben wir hier nochmal Deutschland. Dann haben wir die einzelnen Spieler. Ter Stegen, Neuer. Trapp und Gosens. Henrichs und Hummels. Dann haben wir Raum und Rüdiger. Dann haben wir hier Süle und Tah. Dann haben wir Malik Sow, oder wie der ausgesprochen wird. Brandt, wo gar nicht dabei ist. Führich, Goretzka. Gündogan, Groß. Havertz, Hofmann. Kimmich und Groß. Groß beendet seine Karriere nach der EM. Der beste Mittelfeldspieler. Da haben wir hier Musiala und Sané. Da haben wir Wirtz. Füllkrug. Wirtz ja gestern leider gescheitert im Europa League Finale gegen Atalanta. 3:0 für Atalanta. Und dreimal Lookman. Dann haben wir hier Gnabry, Müller. Als nächstes haben wir hier Deutschlands Zukunft. So, dann kommt hier Frankreich. So. Frankreich. Anderthalb Seiten. Dann kommt hier England. Hier ist die halbe Seite. Hier kommt nochmal ganz. Dann kommt hier Italien. Nochmal halbe hier. Dann Spanien. Und dann war es das. Ja. Was haben wir hier noch für Sticker? Oh, Michael Ballack. Okay. Dann öffnen wir mal die Tütchen. Das legen wir mal so dahin. Ich hole dich mal kurz ein bisschen weiter runter. So. 1, 2, 3, 4, 5. Das stimmt. Man weiß ja nie. So.
Dann schauen wir mal. Erste Tütchen. Wie sind da überhaupt drin? Steht das hier drauf? Ich sehe nichts hier. Wir schauen mal, wie viele Sticker hier drin sind. So, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sticker. So, wir haben hier als erstes Knapri. Dann haben wir Musiala. Dann haben wir hier Neuer. Nochmal Neuer. Dann haben wir hier... Oh, wer ist denn das nochmal? Scheiße. Die Nummer 129. Ach, egal. Ich komme jetzt nicht drauf. Sorry. Hier haben wir Balde von Spanien. So. Nächstes Tütchen. Wen haben wir hier? Oh, hier. Thomas Müller. Dann haben wir José Lu. Ja, könnten wir erschießen? Ne, Quatsch. Wegen dem Bayern-Spiel, wisst ihr noch? Real Madrid gegen Bayern. So, hier mal. Warum ist das so unscharf? Kimmich. Dann haben wir Locatelli. Jonas Hofmann als Glitzer-Sticker. Und dann haben wir Morata von Spanien. Der erste Glitzer-Sticker. So, dann haben wir hier, oh, hier, Legende, Thomas Hessler, noch aus meiner Zeit gewesen. Die Nummer 26 von Deutschland. Dann haben wir hier, was? Buongiorno, ach Gott, nee. Ich lasse es lieber. Oh, da haben wir wieder einen Glitzer-Sticker. Der Jule Brandt. Zaniolo. Der letzte Sticker ist hier Florian Wirtz. Noch zwei Päckchen. So. Als erstes hätten wir hier... Boah, wer ist denn das? Komme ich jetzt nicht drauf. Da habe ich echt im Moment Schwierigkeiten. Oh, hier. Den kennen wir aber. Füllkrug. Na. Füllkrug. Lamine Jamal. Mukoko. Gündogan. Warum da kein Name drauf steht, weiß ich auch nicht, aber egal. Mir wurscht. So, letztes Stickertütchen. So. Müsste Goretzka sein. Tar. Kamera bitte. Oh, hier muss ich alle als Sticker, als Glitzer-Sticker. Sehr geil. Und da haben wir noch Jule Brandt in Action. So. Was haben wir denn hier? Wir schauen erstmal hier. Hier müsste ja irgendwie Anfang sein. So. Na. Hier ist einer irgendwie verdreht. Boah. So, die 41. Erstmal hier zur Seite. 41. Die 145. Okay, hier seht ihr jetzt nicht, aber egal. 98, 128. Die 49. Die 52. Die 129. 267, ach du Scheiße. 42. Oh, kommt direkt hier. 285. Oha, oha. Dann haben wir die 137.
sind 254. 286. Die 7. Die 95. 242. 255. Die 39. Die 114. Die 159. Machen wir hier hin. 290. Eieiei. Wie viele Sticker gibt es hier überhaupt insgesamt? 290, okay. 182. So, die 32. 70. Die 74. Die 132. Die 89. Die 131. Und die 100. So. Also, 7, so. Zack. Zack. 70, 74, 89, 95, 98, 100, 114. 128, 129, 131, 132, 137, 43, 145, 159, 182 und dann diesen noch alle. So. Ich hoffe, ich stelle mich jetzt nicht so dumm an beim Einkleben. So, wir haben hier die Nummer 7 als erstes. Eine Legende, Thomas Hässler. So. Zack. Na? So, Ike Hässler ist drin. Bisschen die Blasen noch hier rausholen. So, 32. So, 29. Die 32 hier. FC Barcelona, Gündogan. So. Gündogan. Versuchen es so gut wie es geht einzukleben. Aber sieht gut aus. Die 39. Ah, jetzt läuft mir die Nase. Verdammt. Ihr habt nichts gesehen. So, 39. Die Würz. So. So. Wurz. Dann haben wir noch die 41. Gnabry. Na, komm. So. Oh, der. Ich glaube, den kriege ich nicht mehr raus. Oder? Oh, doch. Oh, Schwein gehabt. Schwein gehabt. Naja, ganz gerade ist er nicht. Aber fällt nicht so auf. Wie eben. So. Da haben wir noch die 42. Der Müller. So. Perfekt, oder? Ja, für mich ist es perfekt. So, da haben wir die, als nächstes die 49. Die haben wir hier. Manuel Neuer.
So. Oh. Oh, Glück gehabt. Warum ist das so schräg? Machen wir es so. Zack. Als nächstes hätten wir die 52. Auch hier Manuel Neuer. Hier unten. So. So, drin ist er, der Neuer. Dann haben wir als nächstes die 70. 70 haben wir hier. Matze Hummels. Leider gar nicht dabei. Schade. Na, komm schon. Er will nicht. Er will nicht ins Album. So, 70. Oh. Dann haben wir die 74. Okay, ich dachte, das wäre auch hier. David Raum. Zack, drin ist er, der Raum. Raum im Raum. So, da haben wir die 89 als nächstes. 89, hallo, ach da. Jonathan Tah. Komm schon, komm hier. Lass dich ablösen. So. Okay, ist nicht ganz, ach. Er ist nicht ganz gerade drin. Aber ich glaube, ich krieg den auch nicht mehr raus jetzt, oder? Oh, doch. Oh, Glück gehabt. Also es lässt sich schon noch korrigieren. So. Nur ob er dann nochmal richtig klebt, das ist halt die Frage, ne? Aber passt schon. Passt, passt, passt. Da haben wir die 95. Ah, so. Malik, so. Ich hoffe, ich spreche den richtig aus. So. Die eine Ecke. Perfekto. Dann haben wir hier die 98 da oben. Der Jule Brandt im Glitzer. Na komm. 98. Zack. Drin ist er, der Jule. Da haben wir die 100. Oh, ist auch hier Jule Brandt. Zack. Perfekto. Als nächstes haben wir die 114. 114, die ist hier. Pascal Groß. Ach, das ist den, wo ich nicht erkannt habe. Ich wollte schon Pascal Groß sagen, aber ich habe es lieber gelassen. Oh. So. Immer noch mal schön drüber hier. Die 128. Da oben. Jonas Hofmann als Glitzer. Na hopp.
ne? Sieht das gut aus? Joa. Ich bin da nicht so pingelig. Also ganz schief soll er auch nicht sein. Da haben wir nochmal Hofmann. Na. Die 129. Na. So. So. Drin ist er. Die 131. Und nochmal. Nochmal Jonas Hofmann. Oder noch einmal. Ach du Gott, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? So. Okay, bisschen schief ist er. Macht aber nichts. Hier oben sieht man noch irgendwie. Hier unten der noch. Da fehlt mir nur noch einer hier bei Hofmann. So. Drin ist er. Da haben wir die 137. Kimmich. Kimmich nimm ich. Nicht. Rechtsverteidiger. Na. Eigentlich, Mann. Jetzt hab ich's. Jetzt hab ich's. 143. Oh, Musiala. Musiala als Glitzer. Wir haben auch den noch zweimal. Na, geh ab. So, Musiala. Ach. Na, ruhig bist du gerade. Ja, sehr schön. Musiala als Glitzer. Haben wir die 145, haben wir hier. Könnte ein bisschen längeres Video werden. Ich hoffe, euch macht das nichts. Sind nicht immer mit Pfingstferien? Schreibt mal in die Kommentare. Nee. Nicht gerade. So haben wir's. Bisschen sehe ich hier oben noch von dem Grauen, aber ach. Solange er nicht schief drin ist wie ein Ochse. 159. Haben wir hier. Niklas Füllkrug. Warum komme ich jetzt auf Lukas? So. Wenn es ein Frankfurter gewesen wäre, hätte ich es ja verstanden. Na, der ist schief. Nein. Gehst du nochmal ab oder muss ich dich drin lassen? Boah, hab ich nochmal Glück gehabt. Manchmal ist das gar nicht so einfach. So, jetzt ist er. Naja, okay. Besser wie eben. So. Alle Blasen draußen. Ich hoffe es. 182. Hier. Deutschland Zukunft. Wer ist denn das? Ach, Mokoko. Ja, guten Morgen. Meine Güte, bin ich so ganz bei der Sache heute, glaube ich. Kann sein, dass ich jetzt ein bisschen laut bin, weil ich ziemlich nah am Mikrofon bin. So, dann haben wir hier als nächstes die 202. Oh, das ist aber weit weg. 242. Do.
Ich spreche schon gar nicht aus. Italiener. Na? Da bin ich abgehen. So, drin ist er. Also sind schon geil gemacht, die Sticker. Finde ich. Die 254. Ach, hier unten. Der. Noch ein Italiener. So. Trin ist er. Trin. 255. Noch ein Italiener. Dann haben wir noch drei Sticker und dann haben wir es. Könnte ein bisschen mehr wie eine halbe Stunde sein, das Video. Oh, bisschen schief. So, ist okay. So, 267, da, Spanien, Balde. Oh, wunderbar, beim ersten Mal, 285, ah, ne, sind ja noch mehr. Mich versehen. 285. José Lu. Der Schrecken der Bayern. So. Die 286 direkt neben dran. Morata. So. Perfekt. Und die 290 direkt hier unten. Lamine Jamal. So, letzter Sticker. Boah, perfekt. Perfekt. Ja, das war's. Das war's mit dem ersten Video hier. Es kommt noch ein Video mit dem hier. Aber mal gucken, wann. Am Wochenende vielleicht. Ja, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Und falls ihr noch kein Abonnent seid, lasst kostenlos ein Abo da. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.